Entscheidend ist doch, dass wir uns da nicht treiben lassen. Wir wissen um die Situation, ja, wir wollen Erfolg haben, ja, aber wir wissen einfach, dass wir extrem gut arbeiten müssen und dass wir langen Atem brauchen und dass Dinge funktionieren müssen und dass wir uns durch Rückschläge auch nicht sofort aus dem Konzept, und das muss man der Mannschaft natürlich auch einimpfen. Ja. Und da versuchen wir jeden Tag auch Spieler dazu zu gewinnen, dass sie auch dieses in sich tragen. Wir haben noch nicht dieses Fundament, aufgrund der Geschichte, die jetzt hinter uns liegt. Ja? Und deswegen ist es auch für jeden Neuen nicht so einfach. Ja, das ist etwas, was wir entwickeln müssen. Das ist ein täglicher Prozess. Das ist aber das Spannende auch für einen Trainer. Ja? Ich komme jeden Tag hierher und habe jeden Tag 100 neue Herausforderungen, ja? wo man jede auch Entscheidung genau abwägen muss. Die kann ich in 2 oder 3 Wochen wieder einholen. Was mich an der Diskussion jetzt ganz klar nervt, ist im Grunde, dass da jemand missbraucht wird gerade. Ne? Und da muss ich sagen, da wehre ich mich natürlich dagegen. Ja? Also ich bin ja relativ entspannt mit der Situation umgegangen, weil ich jetzt wirklich lächeln musste oder lachen musste. Also das habe ich Ihnen ja alle gesagt, ja? Weil ich ja selber gefragt habe, wo war da jetzt irgendwas? Ich habe jetzt echt überlegt, ne? und ich war ja dabei. Also da bin ich schon erstaunt. Wenn das Ärger gewesen wäre, dann haben wir jeden Tag, nach jedem Spiel eine Schlägerei in der Kabine gehabt. Beim HSV ist immer was los. Also wir sind immer im Gespräch. Ich weiß nicht, ob sich das auf andere auswirkt. Fakt ist, wir wollen natürlich am liebsten dahin, dass wir mehr sportlich positive Schlagzeilen, und das ist es, was wir erwirken wollen. Das habe ich ja eben schon ausführlich gesagt, das wird echt ein intensiver, harter Weg. Mal Bock drauf.